Hallo, heute gibt es ein neues Video von mir. Es ist so eine Art Erlebnisbericht zum Thema Ombre Hair. Und ja, Cotton Candy Hair, also Pastellrosa. Ich werde mit der Easy gleich zusammen meine Haare versuchen, ja, dementsprechend zu färben. Jeder versucht eine Methode. Und es soll kein Tutorial oder keine Anleitung sein, aber es ist so eine Art Vlog, beziehungsweise ja, einfach euch mitgenommen und ihr könnt mal schauen, wie ihr das findet und vor allem, was dabei rauskommt. Viel Spaß! Wie man schon auf Twitter und Instagram gesehen hat, gibt es von L'Oreal nun neue Haarfarben. Hier zum Beispiel ein Cotton Candy Pink und noch eine Farbe für Ombre Hair. Die haben wir aber nicht zugeschickt bekommen, sondern die Easy hat sich gestern diese hier gekauft für ihre Haare. Damit kann man sich rosa Haare oder Strähnen machen. Und dann kamen wir auf die Idee, das hier zu machen. Und damit mir dabei nicht so langweilig wird, haben wir mir heute im DM noch diese hier geholt. Da ist eine Expertenbürste, so heißt sie, dabei. Mit der kann man das dann so hier schön in die Haarlängen einarbeiten. Und ganz viele verschiedene Sachen. Und ja, wir sind jetzt ganz mutig und probieren das einfach mal aus. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns gemeinsam die Haare färben. Das haben wir schon mal gemacht. Das ist auch schon mal furchtbar schief gelaufen. Und wir hatten lila, graue, ich hatte sogar so gescheckte Haare. Und es war grün, lila, grau, also ganz schrecklich. Und wir haben jetzt schon im Gefühl, es könnte schief laufen. Aber deswegen nehmen wir euch mit und entweder es wird ganz arg schön oder schrecklich. Und ihr habt etwas zu lachen. You have your mother's eyes. You have her soul, her soul. You have your mother's nose. You have her sense, her sense. Lovely and so sweet, you look like an angel, look like an angel, look like an angel. So lovely and so sweet, you look like an angel, look like an angel, an angel. You have your mother's mouth. You have her smile, her smile. You have your mother's ears. You have her fears, her fears. So lovely and so sweet, you look like an angel, look like an angel, look like an angel. So lovely and so sweet, you look like an angel, look like an angel. When an angel, you have never been born. You have never been born. You have never been born. You have never, never been born. Born, born. You have your mother's soul. You have never been born. You have your mother's sense. You have never been born. You have your mother's. Wir haben nun die Farbe in den Haaren. Ja. Ich weiß nicht, wie gut man das von der Kamera aus sieht. Aber mein T-Shirt zum Beispiel ist ja auch schon ganz schön voll. Und komischerweise ist diese Blondierung auf dem T-Shirt, ich weiß nicht, ob das mit meiner richtigen Haarfarbe jetzt verbunden hat, aber die ist da schon so ein bisschen rötlich überall. Stimmt, die ist rötlich.
Ja. Aber es sieht irgendwie gar nicht so schlecht aus bisher. Nee, sieht ganz gut aus. Jimmy ist auch dabei. Und bei mir sieht es bislang relativ unspektakulär aus. Ich habe eigentlich ordentlich durchgestrahlt. Und ich lebe in der Hoffnung, dass... Aber ich finde, da unten sieht es gut aus. Das sieht ganz gut aus. Nein, den Spitzen, die sind ja auch immer am hellsten. Mhm. Da könnte es am besten rauskommen. Wir sind gespannt. Mhm. Wie man sieht, sieht man nichts. Okay, bei mir war es die falsche Anwendung. Ich konnte wohl nicht richtig lesen. Jedenfalls hätte ich das ins nasse Haar einmassieren müssen. Wohingegen ich es aber lieber ins Trockene geschmiert habe. Das war schon mein Fehler. Man sieht jetzt leichte Reflexe, wenn man sie sich einbildet, aber das war es auch schon. Das viel Erstaunlichere ist, dass nicht mal bei richtiger Anwendung ein Ergebnis zu sehen ist. L'Oreal, was war da los? Vor allem eigentlich sah das total hell aus, als auf diese Creme drauf war. Und jetzt sieht man eben da sah es aus mehr. Wie auf dem Bild. Da sah es echt aus wie auf dem Bild. Und jetzt, es kann natürlich sein, also es ist schon, ich kann auch gerade nur Sachen mit mir einbilden. Ich glaube, ich muss die Haare einfach mal trocken machen. Aber so ein bisschen heller. Ja. Aber es wird am Ende so sein, dass es keinem Schwein auffällt, dass ich irgendwas gemacht habe. Richtig. Und, naja, ich glaube, ca. 7,45, 7,95 oder so hat meins zumindest gekostet. Das ist jetzt nicht super viel, aber 7,95 irgendwas für nichts ist auch nicht so doll. Eben. Ja. So. Also Fazit. Ich versuche es nochmal. Und du vermutlich nicht mehr. Nee, da kann ich mir auch einfach mit einer Bürste, die ich mir kaufe und die ich dann nicht für was anderes benutze, sondern nur dafür, eine normale Blondierung oder eine Blondfärbung, muss ja keine richtige Blondierung sein, in die unteren Haarlängen reinbürsten und brauche dafür keine Ombre-Dings. Sonst noch letzte Worte? Mhm. Du? Nein. Ich gebe zurück ins Studio. So, also ihr seht, ich habe meine Haare jetzt getrocknet. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das ist jetzt genau die Sequenz auch vom Anfang. Und ja, es ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Also man sieht schon hier einen leichten Unterschied, sage ich jetzt mal. Das liegt allerdings auch daran, dass meine Haare unten sowieso schon viel heller sind. Natürlich, also einiges heller als ganz oben am Ansatz. Weil es sich beim immer Nachtönen sowieso schon ergibt. Und ich weiß nicht, aber fällt es euch jetzt so in der Länge auf? Also könnt ihr mir mal schreiben, es ist wirklich nicht so durchschlagend geworden. Die Anwendung war zwar richtig und es sah auch sehr hell aus, als ich es ausgewaschen habe, aber wenn ich das Ganze noch vielleicht insgesamt eine Stunde hätte einwirken lassen, dann wäre es vielleicht noch besser geworden oder überhaupt richtig was geworden. Es stand auf dem Zettel 25 bis 45 Minuten, ich habe es ca. 35 Minuten gemacht. Und ja, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt echt Angst, dass es schon sehr hell orange wird. Und deswegen habe ich es dann natürlich ausgewaschen. Und als ich es ausgewaschen habe, war von dem Ganzen irgendwie auf einmal gar nichts mehr übrig. Einen kleinen Effekt gibt es dann doch. Vielleicht sieht man das ja mehr, wenn ich einen Dutt habe. Aber ich hätte es eigentlich gerne in den Längen gehabt, dass es dann auffällt. Naja, es war auf jeden Fall ein Experiment wert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr mal selber Erfahrungen mit diesen Produkten gemacht habt oder vielleicht auch etwas Besseres, irgendeine eigene Technik gefunden habt, wie man das schön machen kann, dann gerne her damit. Ich war eigentlich nie so richtig scharf auf diesen Trend, aber irgendwie hatten wir die lustige Idee, das heute zusammen zu machen. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht und deswegen bereue ich es auch gar nicht so sehr. Ja, ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!